Armin Laschet mit Jens Spahn, Norbert Röttgen oder Friedrich Merz. Der Kampf um den CDU-Vorsitz und damit die Kanzlerkandidatur ist entbrannt. Im Interview mit Welt nennt der CDU-Regierungschef und Landesparteichef in Schleswig-Holstein, Daniel Günther, seinen Favoriten. Ich habe ja schon klargemacht, dass aus meiner Sicht Armin Laschet der richtige Parteichef wäre. Es wäre wünschenswert, wenn sich möglichst viele hinter ihm versammeln, damit wir nach dem Parteitag eine geeinte Union haben, so Günther. Der Ministerpräsident warnt vor der Gefahr der weiteren Spaltung innerhalb der Partei und fände es daher sinnvoll, wenn Friedrich Merz seine Kandidatur noch zurückzieht, auch wenn er den Namen des Ex-Fraktionschefs nicht nennt. Jens Spahn habe gezeigt, so Günther, dass es möglich ist, eigene Ambitionen zum Wohle der gesamten Union zurückzustellen. Daran dürften sich andere gern ein Beispiel nehmen.